In der fünften Karteikarte des Artikelstamms finden Sie alternative Lieferanten. Also nicht alte Lieferanten, sondern alternative Lieferanten. In der Standardseite haben Sie ja den Hauptlieferant, den Sie hier auswählen können oder direkt bei der Eingabe im Lieferantenstamm eingeben können und dann sofort zur Auswahl zur Verfügung haben. Okay, bleiben wir hier bei den alternativen Lieferanten. Ich habe schon gesagt, der Artikel, hier mein Schaf, hat den Artikel Großlieferant 100 und ich sage jetzt mal den Großlieferant 105. Dann brauchen Sie hier die Nachbestellnummer beim Lieferanten. Also, viele titulieren die Nachbestellnummer, die wir als Katalognummer tituliert haben. Viele benennen diese als Artikelnummer. Wenn Sie so wollen, müssen Sie hier in unsere Katalognummer die Artikelnummer des Lieferanten reinschreiben. Das heißt, das ist die Nummer, wenn Sie beim Lieferanten anrufen und sagen, ich brauche den Artikel mit der Nummer 234568, dann weiß der, das handelt sich um das Keramikschaf. So. Und wir haben hier einen Einkaufspreis. Jetzt speichere ich das Ganze ab. Wir haben nun für diesen Artikel, für die Artikelnummer 44, drei verschiedene Lieferanten. Alternative Lieferant 2, hier der Großlieferant 105, Alternative Lieferant 1, der Großlieferant 100 und in der Standardkarteikarte haben wir unseren Testlieferant. So, was passiert nun, wenn wir den Artikel nachbestellen wollen? Sehr, sehr einfach. Wenn wir manuelle Bestellungen vornehmen, dann können wir Einfluss darauf nehmen, bei welchem Lieferant wir diesen Artikel bestellen wollen. Wenn Sie einen automatischen Bestellvorschlag natürlich generieren wollen, dann nimmt Wabi Profi 3 immer den Hauptlieferanten. Weil stellen Sie sich vor, Sie haben 100 Artikel. Für diese 100 Artikel haben Sie jeweils drei Lieferanten, also einen Standard und zwei Alternative hinterlegt. Jetzt müsste Wabi Profi 3 Sie jedes Mal fragen, von wem denn der Artikel nachbestellt werden soll. Also es ist ein unhandelbares, das ist ein Unding. Deswegen bei manueller Bestellung, die Sie über die Toolbox eben auch aufrufen können, und dann können Sie hier sagen, Bestellung vormerken. Nun passiert Folgendes, Sie haben ein Auswahlfenster, in dem Ihre verfügbaren Lieferanten für diesen Artikel gelistet sind, die Sie dann einfach bestellen können. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass wir auch unser Eingabefeld Verpackungseinheit haben. Normalerweise sollte das für Sie komplett klar sein, aber ich sage es trotzdem, eine Verpackungseinheit ist die Mindestabnahmemenge bei Ihrem Lieferanten. Das heißt, wenn Sie sagen, ich brauche den Artikel zweimal, dann bekommen Sie zwei Verpackungseinheiten, sprich VEs, also 2x6. So, das kann ich hier so machen, dass ich sage, okay, ich will jetzt hier zwei Verpackungseinheiten bestellen. Und jetzt sage ich hier bestellen, und zwar beim Großlieferant 100. Nun könnten Sie Zusatztexte mit hinterlegen. Wenn es zum Beispiel eine Kundenbestellung ist, dann könnten Sie sagen, ja, das will ich so haben für Kunde, was weiß ich, 1110. Und Kunde mit K und 2U, schön. Okay, und das Ganze übernehmen. Okay. So, jetzt wurde die Bestellung vorgemerkt. Wo finden wir die Bestellung? Entweder unter Waren bestellen oder im Startmenü auf Nachbestellungen. Hier bei Waren bestellen sehen wir jetzt, dass wir den Artikel des Keramikschaf klassiert von unseren alternativen Lieferanten 1 in unsere Bestellliste haben, die wir jederzeit aus dem Artikelstamm oder direkt aus der Bestellliste hier, aus der Nachbestellliste ergänzen, erweitern oder Positionen in andere Bestellungen verschieben könnten. Aber das ist ein anderes Thema. In diesem Video wollte ich Ihnen einfach zeigen, wie leicht das es ist, mit alternativen Lieferanten umzugehen und wie leicht das es ist, wenn ich einen Artikel nachbestelle, zu entscheiden, von welchem Lieferant der Artikel nachbestellt werden soll.